Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von DJZ News, Ihrem jagdlichen Nachrichtenüberblick am Mittwoch. In Wiesbaden war vor kurzem richtig was los. Innerhalb weniger Minuten sorgte eine Sau für zahlreiche Notrufe bei der Polizei. Mehrfach lief der Schwarzkittel vor PKWs und sogar mit einem Linienbus nahm es die Sau auf. Nach den Zusammenstößen flüchtete sie in eine Pizzeria. Dort drehte das Stück in der Küche eine Runde und verschwand. Der Wolf breitet sich weiter aus. In Brandenburg, nahe des Ortes Glindow, ist ein Wolf in eine Fotofalle getappt. Das Besondere, noch nie war ein Grauhund so nah an Berlin. Das Wildtier wurde innerhalb des Berliner Rings abgelichtet, nur wenige Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Wie Bild.de berichtet, wurde das Beweisfoto bereits am 21. November geschossen. In Hildesheim in Niedersachsen haben bislang Unbekannte das Vereinsheim der Ortsgruppe des Deutschen Foxterrierverbands in Brand gesteckt. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten nichts mehr retten. Vom Vereinsheim blieb bloß ein Haufen verkohlter Balken und Bretter übrig, wie die Hildesheimer Allgemeine berichtet. Jürgen Kalmbach, der Vorsitzende der Ortsgruppe, hat dazu einen Verdacht. Das waren die Jungs von der Animal Liberation Front, sagte er der Hildesheimer Allgemeinen. Monate zuvor gab es bereits Zwischenfälle mit den Tierschützern. Nach DJZ-Informationen gibt es für die Brandstiftung ein Bekennerschreiben. Die Echtheit des Dokuments muss jedoch noch überprüft werden. In Niederbayern hat ein unbekannter Fallensteller mit seinem Tellereisen gewildert. Die Tat fiel auf, als Ende November ein Jäger bei einem Reviergang auf ein verletztes Stück Rehwild aufmerksam wurde. Der Weidmann erkannte, dass das Stück an einem Lauf eine Falle mit sich zog. Er zögerte nicht lange und erlöste das Reh. Die Polizei stellte das illegale Tellereisen sicher. Sollte der Fallensteller gefasst werden, erwartet ihn ein Verfahren wegen Jagdwilderei und dem Verstoß gegen das Tierschutz sowie Bundesjagdgesetz. Käufer von Terrierwelpen sollten jetzt besonders aufmerksam sein. Dreiste Hundediebe haben vor kurzem in einer Gartenanlage in Gifhorn in Niedersachsen 4 Jack Russell Terrierwelpen geklaut. Bei den 7 Wochen alten Hunden handelt es sich um 2 Rüden und 2 Hündinnen. Alle 4 Läufer sind weißbraun gescheckt. Sollte jemand einen der Welpen angeboten bekommen haben, melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei in Gifhorn. Auch wir arbeiten jetzt umgehend weiter, denn vor Weihnachten ist in der Redaktion noch so einiges los. Vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Weidmanns Heil. Wenn Ihnen auch dieses Video wieder gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie uns einen Daumen hoch geben. Wenn Sie sehen wollen, welche Videos wir in unserem DJZ-YouTube-Kanal sonst noch hochladen, können Sie ihn hier unter mir abonnieren.